Schön, euch zu sehen. Wir sind im zweiten Buch Mose. Ja, und es geht um Erlösung und gleichzeitig Gericht. Gericht und Erlösung ist beides gleichzeitig. Gericht und Erlösung sehen wir hier beim Auszug aus Ägypten. Gericht über Ägypten, über den Pharao und über die Götter Ägyptens, wie es auch heißt. Über die Gottlosigkeit, über die Sünde, die regiert im Herzen Pharaos. Über den Fürsten dieser Welt, der Pharao als sein Spielball, als sein Werkzeug gebraucht. Und so heißt es in 2. Mose 7, Vers 5, die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Das Gericht über Ägypten und die Erlösung Israels. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gericht und Erlösung in einem ist das, was wir am Kreuz sehen. Das Gericht über die Sünde. Es ist die Kreuzigung der sündigen Menschheit, die am Kreuz von Golgatha stattgefunden hat. Noch mehr, die Kreuzigung der Sünde selbst. In ihm ist die Sünde gekreuzigt. Und Paulus sagt, für uns als Gläubige ist in diesem Kreuzestod auch etwas geschehen, nämlich ich selbst, mein Fleisch, mein sündhaftes Wesen hängt mit Christus am Kreuz. Gericht über die Sünde und gleichzeitig Erlösung, Befreiung. Es ist nicht mehr so, dass da die Bösen sind und hier die Guten, sondern es ist in mir, das Böse, die Sünde, gerichtet in mir. Und die Gnade Gottes, die mir, dem Sünder gilt und mir Leben gibt, neues Leben, Leben in Gerechtigkeit. In Christus wird der Teufel gerichtet. Ihm wird die Herrschaft abgenommen. Es findet ein Herrschaftswechsel statt. Jetzt ist Jesus König. So wie hier in dieser Geschichte. Vorher war der Pharao König. Aber dann wurde Jahwe König über sein Volk. Gott tut das. Er hat es in besonderen Situationen der Menschheitsgeschichte getan. Hier im Volk Israel ist es ein starkes prophetisches Bild von dem, was kommen wird in Christus. Am Kreuz von Golgatha sehen wir es und wir sehen es vollendet bei seiner Wiederkehr. Das Gericht und die Erlösung. Im Hebräerbrief steht, dass es dem, wie es dem Menschen gegeben ist, einmal zu sterben, dann das Gericht. So ist es auch dem Menschensohn gegeben, dass er einmal komme, um zu sterben, als Opfer für unsere Sünden. Zum zweiten Mal aber kommt er nicht in Bezug auf die Sünde, sondern um uns zu erlösen, um
um uns zu erretten, um uns ewiges Leben zu schenken, um die herrliche Herrschaft Gottes anzutreten, um sie auf dieser Erde sichtbar zu vollenden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass diese Plagen, die dieser Erlösung vorausgehen, wo Gott sein Volk aus Ägypten herausführt und gleichzeitig den Pharao und seine Armee im Meer versenkt, dass diesem Gericht und dieser Erlösung Plagen vorausgehen, 10 Plagen gehen voraus. Wir sehen sie auch in der Offenbarung, dem Endgericht Gottes vorausgehen. So gibt es hier viele Parallelen auch. Aber wir wollen jetzt erstmal in den Text hineingehen und beten vorher kurz zusammen. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort nimmst und es gebrauchst, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du hilfst, dass wir bereitwillige Herzen haben zu hören, was du uns zu sagen hast. Herr, dass du uns Verständnis gibst durch deinen Geist, dass die Worte nicht leer sind, sondern dass sie hineintreffen, mittendrin in unser Leben hinein. Denn dein Wort ist Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist ein Schwert, was trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen dein Reden, dein Wort, das ist ja aktiv hineinspricht in unser Leben. Bitte segne jetzt dein Wort für uns, Herr. Amen. 2. Mose Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Wir haben das vorher schon gesehen, diese Rede von, dass Gott zu Mose sagt, du sollst ein Gott sein, bezieht sich auf das Verhältnis. Es ist nicht eine Qualität des Mose, dass er jetzt göttlich wäre, sondern er spricht in einer Autorität, wie Gott zu den Menschen spricht. Und hier ist es, dass er dem Pharao zum Gott wird. Gott ermutigt Mose noch einmal, nachdem er so ein großes Desaster erlebt hat, nachdem er auch so verunsichert ist, so viel Gegenwind sogar auch aus den eigenen Reihen erfahren hat. Er war zum Pharao gegangen, er hatte alles so gemacht, wie Gott gesagt hatte, und es war das eingetreten, was Gott ja auch vorausgesagt hatte: Der Pharao wird euch nicht ziehen lassen, er hat ein hartes Herz. Er muss durch eine harte Hand gezwungen werden. Aber Mose ist verunsichert und Gott versucht die ganze Zeit, Mose wieder aufzubauen und zu stärken, zu ermutigen. Deswegen redet Gott hier so viel mit Mose in dieser Situation. Nicht nur am brennenden Dornbusch hat er viel mit Mose geredet und musste viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern auch in dieser Phase musste Gott viel mit Mose reden und ihn viel ermutigen und ihn immer wieder wiederholen, was seine Aufgabe ist, was sein Auftrag ist, was auch seine Vollmacht ist. Ich habe dich für den Pharao zum Gott gemacht, zum Gott eingesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Er spricht, er ist der Sprecher. Gott hat ihm Aaron zur Seite gestellt, weil er wusste, Mose fühlt sich schwach, er fühlt sich hilflos, er fühlt sich allein, er braucht jemanden an seiner Seite. So hat Gott uns auch, seine Jünger, zu zweit ausgesandt. Der mächtige Paulus, der Streiter im Wort, er bekennt von sich: Ich bin schwach. Ich habe meine Schwachheiten, ich habe meine Not, ich habe meine Herausforderungen. Und wir sehen in Paulus' Leben, er ist immer mit einem Bruder zusammen unterwegs gewesen. Dieser krasse Typ, dieser Apostel, wenn wir seine Briefe lesen, wir sind begeistert von seinem Glauben, von seiner Glaubenskraft, von seiner Stärke,
im Herrn. Und doch wusste er, es ist richtig, es ist gut, nicht alleine unterwegs zu sein. Ich gehe mit Barnabas zusammen. Ich gehe mit Silas zusammen. Ich nehme mir meinen Timotheus mit. Mose und Aaron, sie gehen zusammen. Sie sind zusammengerufen, zusammenberufen. Siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde, und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll. Ich aber will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen. Über diese ganze Sache mit dem Verhärten hatten wir schon gesprochen. Wir gehen hier mal weiter. Der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe. Da handelten Mose und Aaron, wie ihnen der Herr befohlen hatte. So handelten sie. So eine wichtige Sache, wichtige Aussage. Sie taten das, sie handelten, wie ihnen der Herr befohlen hatte. Jesus hat mal gesagt, nicht die werden in das Reich der Himmel kommen, die rufen, Herr, Herr, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel getan haben, die danach gehandelt haben, die durch ihr Leben bezeugen, dass sie tatsächlich Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all ihrer Kraft. Die durch ihr Leben und durch ihr Handeln bezeugen, dass sie Gott vertrauen, Gott glauben. Dass sie, die durch ihr Leben bezeugen, dass ihnen Gott wichtiger ist als alles andere. Alle anderen Motivationen, alle anderen Strömungen, die uns irgendwo hinführen will, hinziehen wollen. Größer als alle Begierden. Der Gott liebt, der Gott vertraut, der gehorcht Gott auch, der folgt ihm, weil er ihm vertraut. Wenn der Vater sagt, komm hier lang, geh diesen Weg, dann sage ich nicht, nee Papa, dir ist ja nicht zu trauen. Wenn du mir diesen Weg zeigst, dann werde ich ins Unglück stürzen. Ist irgendeine Falle da? Nein, ich vertraue dem Vater. Wenn er mir einen Weg zeigt, dann gehe ich diesen Weg. Wenn er mir sagt, tu dies, dann tue ich das. Warum? Weil Gott vertrauenswürdig ist. Und woher weiß ich, dass Gott vertrauenswürdig ist? Weil er seinen Sohn für mich gegeben hat. Für meine Sünde, für diese starke Kraft in mir, die sich wehrt gegen das, was er mir sagt. Mose und Aaron handeln nach dem, was der Herr befohlen hatte. Und es war so wichtig, dass sie das taten. Es war so wichtig, dass sie das taten. Wenn sie es nicht getan hätten, dann wäre das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten geblieben. Sie haben nicht ihre Zweifel an Gottes Macht und Stärke siegen lassen in ihren Überlegungen. Sie haben nicht die Zweifel daran dass sie gedacht haben, ja, der Pharao ist so groß und mächtig, das wird nie was werden. Wir werden den nie überwinden. Wir werden dem nie entfliehen. Der ist so stark und mächtig. Da
Das hat sie nicht geleitet, dieses Denken. Es hat sie auch nicht geleitet, das Denken, dass sie es selbst nicht schaffen können, dass sie selbst zu unwürdig, zu unfähig sind. Mose bringt das immer wieder vor, seine eigene Unfähigkeit, aber im Endeffekt tut er das, was Gott gesagt hat. Seine Zweifel an Gott, seine Selbstzweifel sind nicht der Sieger. Denn Selbstzweifel sind am Ende Zweifel an Gott. Wenn Gott uns zusagt, mit mir kannst du über Mauern springen. Wenn ich dann sage, aber ich kann nicht, Gott, dann ist es nicht, dass ich an mir selbst, das sieht dann erstmal aus wie ein Selbstzweifel, ne? Ich sage, also ich kann das ja nicht. Ich kann es auch nicht, das ist ja die Wahrheit. Aber Gott kann. Mit Gott kann ich das. Und wenn Gott will, dass ich das tue, dann kann er mich stark machen, zu überwinden, zu gehen. Dann kann er mich stark machen, vor den Pharao zu treten und rumzustottern, weil ich ja nicht reden kann. Und trotzdem wirkt Gott das, was er sich vorgenommen hat. Lasst uns Gott vertrauen, Geschwister. Lasst uns Gott vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Er hat die größte Weltmacht der damaligen Zeit bezwungen. Ihm ist es ein geringes, die stärksten, größten Mächte dieser Welt zu überwinden. Mit ihm können wir über Mauern springen. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Der mächtige Fürst dieser Welt. Er ist am Kreuz von Golgatha, von Jesus, dem wahren Christus, dem wahren König, in größter Schwachheit überwunden worden. Das Schwache Gottes ist stärker als die Kraft dieser Welt. Mose aber war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre, als sie zum Pharao redeten. Hier für alle unter uns, die vielleicht schon ein bisschen fortgeschritten sind im Alter, ne? Gott zeigt uns hier die alten Knacker im ersten und zweiten Buch Mose, die für Gott Großes erreicht haben. Später im Buch Josua ist es, glaube ich, ne, sehen wir Kaleb mit seinen 85 Jahren. Sagt er, lass mich nach Hebron ziehen und die Stadt einnehmen. Ich bin auch genauso stark und knackig wie damals. Ja, und wenn es nicht so ist, wenn wir schwach sind, wenn wir krank sind, wenn wir müde und alt geworden sind, nicht nur an Jahren, sondern auch gefühlt. Gott hat uns verheißen, ich will dich tragen bis zum Greisenalter. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich bin mit dir bis zum Ende. Aber es gibt einen Kampf zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Und Paulus spricht davon und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, das ist kurz vor seinem Tod. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Und das ist es, Vertrauen. Das Vertrauen bewahren bis ans Ende. Sei treu bis zum Tod und du wirst den Siegeskranz des Lebens empfangen. Offenbarung 2, Vers 10. Unsere liebe Helga ist von uns gegangen. Ich weiß nicht, wer Helga kennt. In Donsen, im Haus der Stille. Mit 94. Sie hat Glauben gehalten. Sie hat die Krone des Lebens empfangen. Und die letzten Jahre waren schwer. Das waren die schwersten vielleicht. Im Altenheim.
nicht mehr im eigenen Haus. Es ist ihr schwer gefallen. Aber wir konnten sie nochmal besuchen im Herbst und konnten sie ermutigen und mit ihr beten zusammen. Und sie hat gebetet und ihren Herrn angebetet. Sie war völlig blind schon. Saß an ihrem Rollstuhl, völlig blind und hat ihren Herrn Jesus Christus angebetet. Das war so kostbar, so ein volles, erfülltes Leben. Und dennoch immer noch treu. In größter Schwachheit und dennoch so stark. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird, weist euch durch ein Wunder aus, dann sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Gott bindet Aaron hier in die ganze Sache mit ein, mit dem Stab. Das haben wir schon gesehen, interessanterweise. Er hatte ja zu Mose gesagt, du sollst den Stab nehmen, den du in der Hand hast, deinen Hirtenstab. Jetzt wird es plötzlich zum Stab Aarons. Irgendwie hat der wahrscheinlich hin und her gewechselt, keine Ahnung. Oder ob sie zwei Stäbe hatten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll Mose zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin. Er wird zu einer Schlange werden. Aha, das ist das gleiche Wunder, Zeichen, was Gott Mose gegeben hatte, um vor dem Volk Israel zu zeigen und zu beweisen, dass Gott ihn gesandt hat. Aber interessant ist hier, dass ein Wort anders ist. Das Wort Schlange, was hier übersetzt wird, man kann das auch Schlange übersetzen. Und wir haben es ja oft auch in den Filmen gesehen, ne? Ist ja oft verfilmt worden, ist ja ein toller Filmstoff. Ne? Und, aber interessant ist, dass das Wort, was hier steht, von der Bedeutung her auch teilweise anders benutzt wird. Es wird nämlich für ein Tier gebraucht oder für ein, besser gesagt, ein Untier, ein Seeungeheuer oder ein Drache. Also es könnte gut sein, dass hiermit eigentlich etwas anderes gemeint ist, vielleicht ein Krokodil. Das Krokodil war ein heiliges Tier bei den Ägyptern. Wir sind hier am Nil. Und der Nil spielt eine ganz große Rolle in dieser ganzen Geschichte, weil der Nil eine ganz große, wichtige Bedeutung für das Land Ägypten spielt und seine ganze Götterwelt. Und die Krokodile gehören dazu, die heiligen Tiere. Es gibt auch diese verschiedensten Götter. Und einer dieser Götter hat auch einen Bezug zum Krokodil. Der erscheint dann auch, als wird dann dargestellt, als Mensch mit Krokodilkopf. Diese ganzen Plagen, sie haben einen Bezug zu der Götterwelt Ägyptens, zu der Lebens- und Glaubenswelt der Ägypter. Und Gott drückt damit aus, er zeigt damit, ich bin der Herr über all dies, nicht die Götter Ägyptens. Ich bin nicht einfach nur ein Hirten, der Gott eines Hirtenvolkes, der vielleicht was über Schafe irgendwie weiß und sich vielleicht in der Form eines Widders irgendwie zeigt. Nein, ich bin der Herr über all das, wo ihr Ägypter zusagt, ja, das ist von dem einen Gott und das ist der andere Gott und hier spielen diese Mächte eine Rolle und hier ist dieser Gott am Werke. Nein, Gott hat das alles unter seiner Kontrolle. Er ist stärker als alle Mächte, die in Ägypten am Werke sind. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie der Herr geboten hatte. Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Hofbeamten hin und er wurde zur Schlange. Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer und auch sie, die Wahrsagepriester oder die Geheimgelehrten Ägyptens, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Sie warfen jeder seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe.
Das zeigt schon hier, wer das Heft in der Hand hat, das Heft des Handelns. Gott triumphiert. Ja, die Wahrsagepriester, sie machen es nach. So ist auch der Widersacher, der Teufel, ein Nachahmer. Wenn du die Offenbarung aufmerksam liest, dann liest du in Offenbarung 13, wie sich die unheilige Dreieinigkeit offenbart. Das Tier und der falsche Prophet und das Bildnis des Tieres. Der Teufel kann auch Wunder tun. Das ist was ganz Wichtiges. Der Antichrist wird sich ausweisen durch große Wunder. Offenbarung 13 wird uns gesagt, dass dieses Tier eine Todeswunde hatte, von der es aber geheilt wurde. Das spielt natürlich auf Tod und Auferstehung an. Wisst ihr, das eine ist, dass Gott sich ausweist durch Wundertaten. Aber Wunder alleine sind kein Beweis für Gott. Sondern wunderbare Dinge geschehen, passieren durch Mächte der Finsternis. Und wir müssen prüfen, wir sollen prüfen. Und zwar sollen wir die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Lass uns mal in 1. Johannes 4 gucken hier. Da steht, 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist auf der einen Seite natürlich eine Warnung vor Irrlehren. Aber Lehrer treten manchmal auch mit großer Vollmacht auf, mit großem Charisma. Und sie versuchen zu überzeugen durch ein mächtiges Wirken. Und viele sagen dann, ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es wirkt. Und sie rennen den falschen Evangelien hinterher. Dass etwas wirkt, heißt nicht, dass es von Gott ist. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das ist auch etwas, was Jesus für die Endzeit voraussagt. Das erste ist, was er sagt in seinen Endzeitreden, lasst euch nicht verführen. Seid wachsam. Denn viele falsche Propheten werden sein. Und hier sagt Johannes auch, spricht auch von den vielen falschen Propheten. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Wisst ihr, in Deutschland sind wir einem Verführer hinterhergerannt, einem Antichristen. Er hat sich tatsächlich an die Stelle Christi gesetzt. Er hat sich als Retter und Erlöser feiern lassen. Er hat Deutschland aus einer tiefen Depression herausgeholt. Er hat das Wunder vollbracht, das Heer der Millionen von Arbeitslosen wieder Arbeit und Brot zu geben. Er hat das Wunder vollbracht, dass wieder ein deutsches Heer entstanden ist. Macht und Einfluss. Er hat es vollbracht, das Joch des Versailler Vertrages abzuschütteln. Er hat es vollbracht, sozusagen die deutschen
Gebiete, wo viele Deutsche lebten, heim ins Reich zu holen. Er hat viele Wunder, wenn du so willst, vollbracht. Die Menschen haben ihn zugejubelt, haben gestaunt. Sie waren begeistert. Aber er war ein Antichrist. Und er hat das deutsche Volk ins Verderben gerissen. Und Hitler hat sich immer sehr religiös gegeben. Vielleicht war es auch in gewisser Weise. Er sprach sehr gerne vom Allmächtigen. Er hat manchmal seine politischen Reden wie eine Predigt beschlossen und am Ende Amen gesagt. Aber Jesus ins Fleisch gekommen, den Jesus von Nazareth, den Juden Jesus, den hat er nicht bekannt. Dem war er zutiefst abgeneigt. Und wenn hier steht, Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennen, heißt das nicht nur, dass wir Jesus, den Namen Jesus in den Mund nehmen. Das ist oft schon schwierig für manche Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Für die ist es sehr schwierig, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen. Sie sprechen gerne auch mal von Gott. Aber wenn es um Jesus geht, dann merkst du, da ist irgendwas im Busche, da stimmt was nicht. Warum redest du nicht von Jesus? Warum bedeutet dir Jesus nichts? Das ist derjenige, an dem sich alles entscheidet. Wo Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Also du kannst das erkennen. Glaube nicht jenem Geist, vertraue nicht jedem Geist, sondern prüf die Geister, ob sie aus Gott sind. Der Geist Gottes bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Und das Bekenntnis ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Und da wird es dann manchmal dann schwierig, weil wir von außen nur das betrachten können, was von außen sichtbar ist. Der Herr sieht aber das Herz an. Und manchmal fehlt uns diese Fähigkeit zu unterscheiden. Ist das, was dieser Mensch sagt, so fromm das sich anhört, ist das wirklich vom Geist Gottes? Oder ist es nur ein Lippenbekenntnis? Ist es nur Täuschung? Ist es der Satan, der sich als Engel des Lichtes verkleidet? Das Prüfen braucht seine Zeit. Dann springe ich nicht auf jeden Zug auf. Dann gucke ich mir das erstmal an. Ich gucke mir diesen Menschen an. Ich gucke mir sein Leben an. Und Paulus hat gesagt, das ist die Sache. Du kennst mein Leben, Timotheus. Du kennst meine Leiden, die ich um Christi willen erlitten habe. Du weißt, wie ich Jesus nachgefolgt bin. Dass mein Bekenntnis zu Jesus nicht nur ein Lippenbekenntnis war. Lass uns so prüfen, Geschwister, das ist wichtig, dass wir nicht hereinfallen auf die falschen Propheten. Wir gehen zurück zu 2. Mose, Vers 7. Die falschen Propheten, die Zauberkünstler, die Wahrsager, Priester, das ist so ein Wettkampf, der hier stattfindet, in den ersten Plagen auch, kommen die noch ein paar Mal vor. Sie kämpfen. Sie versuchen es nachzumachen und dadurch das Herz des Pharaos weiter auch hart zu machen. So steht es dann hier in Vers 13. Doch das Herz des Pharao wurde oder blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh morgen früh zum Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen. Tritt ihm entgegen am Ufer des Nil, nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat.
in deine Hand und sage zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Aber siehe, du hast bisher nicht gehört. Darum, so spricht der Herr, daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Hier schon wieder. Du sollst erkennen. Deine Augen sollen aufgehen. Du hast dich so verhärtet und trotzdem, du wirst am Ende erkennen, dass es einen Gott gibt, der mächtiger ist als du, der mächtiger ist als alle Götter Ägyptens. Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen und es wird sich in Blut verwandeln. Dann werden die Fische im Nil sterben und der Nil wird stinken, sodass es die Ägypter ekeln wird, Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, nilarme Sümpfe und all seine Wasserstellen, sodass sie zu Blut werden. Und im ganzen Land Ägypten wird Blut sein, selbst in Gefäßen aus Holz und Stein. Da taten Mose und Aaron, wie der Herr geboten hatte. Wir sehen hier wieder, Gott gibt Mose einen Auftrag, dann gibt es nochmal einen Auftrag. Das erste ist der Auftrag, zum Pharao zu gehen, all die Dinge anzukündigen. Dann gibt es den Auftrag, das jetzt durchzuführen. Und dann gibt es den Gehorsam von Mose und Aaron wieder. Und dieses Muster, das wiederholt sich immer wieder bei allen Plagen in verschiedenen Varianten. Und die Varianten sind es manchmal, die ein besonderes Schwergewicht dadurch bekommen, besonders das Interesse besonders auf bestimmte Abschnitte hier lenkt. Und er erhob den Stab, hier ist es also Aaron, und schlug vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Hofbeamten auf das Wasser im Nil. Da wurde alles Wasser, das im Nil war, in Blut verwandelt. Die Fische im Nil starben und der Nil wurde stinkend und die Ägypter konnten das Wasser aus dem Nil nicht trinken und das Blut war im ganzen Land Ägypten. Diese Plage, sie trifft den Nil. Die erste Plage trifft den Nil, die Lebensader Ägyptens, das Wasser. Mittendrin in einem trockenen Land, in einem Wüstenland. Dieses Wüstenland durchzieht eine riesig große Lebensader. Das Wasser des Lebens kommt aus Äthiopien, aus dem Sudan, kommt herabgeflossen, dieser riesige Strom. Und das Interessante beim Nil ist so, dass es aufgrund der Regenzeiten es dieses Phänomen gibt, dass es diese Nilschwämme gibt. So Ende Juni war das immer, da gab es diese großen Regenfälle und die Schneeschmelze und dann fing es an, dieses Wasser wirklich wie ein Strom, wie eine Flutwelle fast schon, über das Land zu gehen. Und der Nil, ne, heutzutage haben wir ja alle Flüsse irgendwie begradigt und heutzutage hat der Nil auch so einen Staudamm, ne, da passiert das nicht mehr. Aber damals war es so, ja, wenn da so diese Flutwelle kam, und so ein bisschen wissen wir das heute noch, so vom Oder-Hochwasser oder die Hochwasser, die wir so, ja, meistens ist es, oder die Elbe, ne, dann wissen wir das, dass die alten Flüsse, die hatten solche Überflutungsräume, wo das Wasser dann über die Ufer trat und sich so verlaufen hat. Aber durch unsere Flussbegradigungen es ist ziemlich gefährlich geworden, wenn die Flüsse tatsächlich mal über die Ufer treten, richten sie riesig großen Schaden an. Deswegen ist man wieder dabei, dass man wieder solche Überflutungsstellen schafft, auch hier in Hannover, ne, dass man hier die Masch, die Leinemasch hat, ne, wo man dann das Wasser, wenn es eine große, ne, große Flut gibt, dass man das Wasser so ein bisschen verteilen kann, umleiten kann, dass die Stadt nicht überflutet wird. Die Ägypter haben aber etwas Wunderbares gemacht mit dieser Tatsache, dass es immer regelmäßig, jedes Jahr eben diese Überschwemmungen gab. Sie haben ihre
ihren Anbau, ihren Feldanbau am Nil direkt so ausgelegt, dass sie dieses Wasser genutzt haben als, mein Hirn stockt. Mein Hirn ist verstockt. Was? Ja, Bewässerung, richtig, Bewässerung. Das Wort kam mir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Sie haben das, es diente als Bewässerung und sie hatten dann so ein System von Staudämmen, wie sie dann das Wasser aufgenommen haben und dort dann in diese Felder geleitet haben. Und darüber hinaus war mit diesem Wasser auch Schlamm, kam Schlamm, der wie Dünger gewirkt hat und wo die Erde immer wieder erneuert wurde, sodass die Erde, die Felder nicht ausgedörrt waren, ausgenutzt waren. Sonst musst du ja immer, wenn du Felder bewirtschaftest, die auch mal brach liegen lassen. Und das mussten die, diese Felder mussten sie nicht brach liegen lassen, weil sie jedes Jahr sozusagen erneuert wurden. Und diese Nilschwemme war für die Ägypter ein religiöses Ereignis. Das war ein Gott, der für diese Nilschwemme verantwortlich war. Und interessanterweise ist diese Nilschwemme tatsächlich auch mit roten Partikeln sozusagen, tauchen da rote Partikel auf, sodass manche Ausleger versucht haben, diese Stelle naturwissenschaftlich zu deuten. Ja, das ist hier die Nilschwemme, die hier beschrieben wird. Aber natürlich ist es das nicht. Es greift nur dieses Phänomen auf und wandelt es in etwas viel Stärkeres um, nämlich in ein Zeichen des Gerichts des großen Gottes, der größer ist als die Götter Ägyptens, der Macht hat über das Wasser und der diese Nilschwemme, dieses Wasser, das rote Wasser sozusagen verwandelt in Blut, sodass das Wasser nicht mehr genießbar ist. Es ist ein Gericht, ein Zeichen des Gerichts über Ägypten. Und wir haben auch gesehen, dieses Zeichen von Wasser in Blut, das Nilwasser verwandelt sich in Blut. Das bezieht sich auch auf die bösen Taten der Ägypter, die kleinen Hebräerjungs in den Nil geschmissen haben. Sie hatten Blut an ihren Händen. Das Wasser war blutig und Gott hat es offenbar gemacht in diesem Gericht. Das Wasser ist voll Blut. Das, wovon sie gelebt haben. So viele Dinge, die wir selbstverständlich, mit denen wir selbstverständlich leben, von denen wir leben. Wir haben neulich diesen Film Amazing Grace geguckt, ne? Und da geht es um die Befreiung der Sklaven beziehungsweise der Kampf gegen den Sklavenhandel in England im 18. und 19. Jahrhundert. Und die Leute haben ihren Tee mit Zucker getrunken. Aber dieser Zucker war voll Blut. Weil Menschen auf grausame Weise gequält wurden, um diesen Zucker herzustellen. Auf den Plantagen in der Karibik. Entführt aus Afrika, in Sklavenschiffe gepackt. So viele sind umgekommen auf dem Transport. Und dann als Sklaven missbraucht, gequält, wie den letzten Dreck behandelt. Am Ende hast du aber nur den Zucker und der Zucker ist schön. Lecker, süß. Du trinkst deinen Tee mit Zucker. Und es war dann erstmal ein überhaupt bewusst werden, bewusst machen. Hier, das ist dieser Zucker, der ist voll Blut. Und dann gab es diese politische Bewegung Ende des 18. Jahrhunderts. Wir trinken unseren Tee nicht mehr mit Zucker. Ja. Fridays for Future im 18. Jahrhundert. Und noch heute gibt es viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und Gott muss das offenbar machen hier. Den Ägyptern,
Sie sollen erkennen, dass es einen Gott gibt, der ein Gott ist derer, die leiden, derer, die auf deren Rücken die anderen es sich gut gehen lassen. Jesus hat das auch sehr deutlich gesagt in dieser Geschichte von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Der arme Lazarus sitzt vor der Tür dieses armen Mannes, er sitzt dort, dieses reichen Mannes, der Lazarus, der sitzt da und die Hunde lecken seine Wunden und er stirbt da elendiglich auf der Straße und der Reiche lässt es sich gut gehen, dem ist das egal. Er lebt sein reiches Leben. Und am Ende wird er damit konfrontiert. Und Abraham spricht im Himmel zu ihm und sagt, du hast doch dein Gutes gehabt hier auf Erden. Jetzt wirst du gequält. Aber der arme Lazarus, er hatte nichts. Er wird hier getröstet. Manchmal scheint uns das zu simpel. Wir denken so, naja, so ganz einfach ist es doch nicht. Und natürlich ist es nicht so einfach. Aber es ist viel Wahres da dran. Gott streckt sich aus zu den Gedemütigten, zu den Niedergedrückten, zu den Schwachen, zu den Kranken, zu den Armen, zu den Gefangenen, um sie frei zu machen und die zu richten, die sie niederdrücken, niederhalten. Und dieses Gericht über die Gewässer Ägyptens ist ein Offenbarungsgericht. Es offenbart die Blutschuld der Ägypter an den Hebräern. Aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Da blieb das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Interessanterweise hat dieses Zeichen der Wahrsagepriester überhaupt keine Bedeutung. Die Zeichen Gottes, die Zeichen, die Jesus getan hat, sie haben eine tiefe Bedeutung. Als Jesus den Aussätzigen angerührt hat und ihn gereinigt hat, hatte das eine tiefe Bedeutung. Aber die Wunder, die der Antichrist tut, die haben keine andere Bedeutung als nur Herzen hart zu machen gegenüber Gott. Menschen hinter sich herzuziehen. Da wandte sich der Pharao um und ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen. Alle Ägypter aber gruben in der Umgebung des Nil nach Wasser zum Trinken, denn vom Wasser des Nil konnten sie nicht trinken. Und es wurde 7 Tage erfüllt, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte. Sieben Tage lang mussten sie nach Wasser graben. War der Reichtum Ägyptens dahin. Aber der Pharao hat es nicht zu Herzen genommen. Er hat es nicht zu seinem Herzen sprechen lassen. Lass uns mal Hebräer aufschlagen. Hebräer Kapitel 12 ist es, glaube ich. Und zwar in Vers 22, Kapitel 12, Vers 22. Und im Brief wird hier das Alte und das Neue Testament gegenübergestellt, der Alte Bund und der Neue Bund. Der Brief befasst sich damit, dass er Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, jetzt wieder zurückkehren wollen ins Judentum, sich abwenden wollen von Jesus als ihrem Messias, ihren Erlöser, ihren Retter. Und er warnt sie davor. Und er versucht deutlich zu machen, dass der neue Bund, wie Jeremia ihn vorausgesagt hat, in Jesus, das Opfer, was Jesus gebracht hat, viel größer, viel herrlicher, viel wunderbarer ist als das,
was wir im alten Bund haben. Der alte Bund ist ein Zeichen, er gehört dazu, aber er ist nicht die Erfüllung. Die Erfüllung finden wir in Jesus. Und so sagt er hier, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Das hat Jesus auch gesagt. Freut euch nicht, dass euch die bösen Geister untertan sind. Freut euch nicht, dass ihr Wunder tun könnt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Wisst ihr, das Blut Abels wurde vergossen von seinem Bruder Kain. Warum wurde es vergossen? Weil Kain neidisch war. Er war neidisch und dann, getrieben von der Sünde, wollte er den auslöschen, auf den er neidisch war, seinen Bruder Abel. Und er tat es, obwohl Gott ihn gewarnt hatte. Und als er es getan hatte, Abel auf freiem Feld ermordet und ihn in der Erde verscharrt, spricht Gott ihn an und sagt, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain antwortet, keine Ahnung, soll ich meines Bruders Hüter sein? Du Ägypter, du gehörst zu denen, die Blut vergossen haben. Deine Macht und deine Stärke, dein Wohlstand ist gegründet auf dem Blut der hebräischen Kinder. Was geht's mich an? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Aber wir kommen nicht zum Blut Abels, wir kommen auch nicht zum Blut der Hebräer, sondern wir kommen zum Blut Jesu. Und das spricht noch besser. Denn dieses Blut wurde nicht nur vergossen von Ungerechten, die einen Gerechten ermordet haben, sondern dieses Blut wurde vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Mit diesem Blut spricht Gott zu uns und sagt, ja, du bist schuldig, du hast dieses Blut vergossen durch deine Sünde. Aber dieses Blut macht dich auch rein von deiner Sünde, wenn du es annehmen möchtest, wenn du dich reinigen lassen möchtest. Kehre dich doch zu mir, aller Weltenden. Wendet euch doch zu mir. Verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie der Pharao. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft, Koinonia miteinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisungen gab, wie viel mehr werden wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns
da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und deswegen feiern wir Abendmahl. Jesus hat uns das geboten, er hat es uns gelehrt, er hat gesagt, denkt an mich und dankt. Denkt und dankt. Und das hat Jesus auch gemacht. Als er das Brot nahm, dankte er und brach es und gab es den Jüngern. Denkt an mich und habt ein dankbares Herz. Lass uns den nicht abweisen, der durch sein Blut zu uns redet, ich habe alles vollbracht. Vater, wir danken dir, dass das Gericht über die Sünde, ja, dass du das Gericht vollzogen hast an deinem geliebten Sohn. Das ist für uns unfassbar. Der Zorn hat sich erfüllt in dem Gericht am Kreuz von Golgatha. Für alle, die glauben. Herr, und wir wollen unsere Herzen nicht verhärten. Nein, wir wollen jubeln, froh und dankbar sein mit den Israeliten, dass du unser Erlöser bist, der uns rettet aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft in Ägypten, der unser Elend ansieht, wie der Fürst dieser Welt uns mitgespielt hat. Und wir wollen aber auch dieses Gericht ausüben an unserem Fleisch, das selbstgerecht sagt, was soll ich meines Bruders Hüter sein? Dass ich selbst zufrieden zurücklehne und sagt, mir geht's doch gut, ich habe doch alles. Herr, ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns geblutet hast, dass du unsere Schmerzen getragen hast, die wir dir zugefügt haben, unseren Spott und Hohn. Herr, ich will das mehr bedenken, tiefer bedenken, ich will das tiefer in meiner Seele lassen, damit ich nicht kalt werde und hart abgehärtet gegenüber dich und dein Leiden und deine Liebe und auch nicht gegenüber das Leiden in dieser Welt. Herr, reinige du mich, Herr, wo ich selbstgefällig bin, wo ich selbstgerecht bin, wo mir alles egal ist, wo ich mein eigenes gutes Leben so lebe. Reinige mein Herz zum Dienst hin, zur Dankbarkeit hin. Wie der Prophet sagt, Herr, nimm dieses Herz aus Stein und gib mir ein fleischernes Herz, was lebt und liebt. Danke, Herr. Wenn wir dieses Mahl nehmen, dann wollen wir daran denken, was du aus Liebe getan hast für uns. Und es soll uns inspirieren, es soll uns darin bestärken, es soll uns darin kräftigen, aus dieser Gnade heraus verwandelt zu werden in dein Ebenbild.